Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. Und ja, die dritte hier Schlacht bei Chancellorsville. 3. Mai 1863. Die Chancen standen schlecht. Aber wir haben durchgehalten. Wir haben Chancellorsville gehalten. Unsere tapferen Soldaten sind erschöpft. Aber die des Feindes sind es auch. Wir können nun vorrücken und die Rebellen aus ihren Verteidigungsstellungen vertreiben. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten die so gefickt letztes Mal mit ihrem Angriff. Eigentlich hätten wir uns jetzt den Gegenangriff hier sparen können. Also wenn die sich jetzt hier super einfach verteidigt haben, hier sind auch wieder die Kreuzungen, ne, die wir eigentlich mal hatten. Hätten wir gar nicht halten müssen. Hätten wir ein paar tausend Mann am Leben behalten. Und ich hätte jetzt auch letztes Mal die Angriffswelle nicht machen müssen, wenn ich jetzt hier eh nochmal spielen muss. Ärgerlich. Aber ich hoffe, die sind genauso dezimiert wie wir auch und kriegen keine Verstärkung. Wir haben nur noch 98.000 Mann. Naja, hier derselbe Text. Ja, ganz klar, hier waren wir schon hin und her, haben wir schon hin und her gekämpft. Braucht mir die. Ja, ihr kommt, ihr braucht mir das. Ja, wissen wir noch. Lees Armee erwartet uns jenseits der Wälder. Schon wieder. Da waren wir doch erst. Da waren wir doch auch schon. Da habe ich alles aufgeräumt. Da waren wir kurz, aber die haben wir auch vertrieben. Ich habe da reihenweg aufgeräumt. Sie können nun ihre besten, noch einsatzfähigen Einheiten in Stellung bringen und auf diese Hügel vorrücken. Säubern Sie die Straßen und heute, um heute den Sieg zu beanspruchen. Natürlich können Sie auch davon absehen, weitere Leben aufs Spiel zu setzen und sich mit dem Patt zufrieden geben. Hallo, ich habe letzten Tag haufenweise to tausend Tode, tausend Leute, Tausende, wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Mann in den Tod geschickt, um den Sieg zu kriegen. Jetzt schicke ich auch nochmal 5.000 bis 10.000 Mann in den Tod. Vor allem, wir haben noch die Position, ne? Nimmt uns gleich da ja die KI-Gegner, ach, nimmt uns das gleich weg. So, Kanonen nach vorne. So weit wie möglich nach vorne. Damit er gleich. Nein, Katze. Damit er gleich von dort feuern könnt. Dasselbe machen wir hier auch. Ich hoffe echt bei Gott, dass sie sich nicht gut vergraben haben. Schiebt nur die Kanonen bis nach vorne. Die Infanterie rückt ja gleich nach. Oder rückt gleich auf und ist ja schneller. Dann können wir die Kanonen ein bisschen nachziehen. Dass wir sie dann quasi die Kanonen hier haben. Die Infanterie erstmal hier hin und dann gucken wir, wie wir mit dem Angriff vorankommen. Das ist die Reserve. Die Kanonen von der Reserve, ne? Die packen wir ins Zentrum. Ich würde hier sagen, hin. Also quasi hier hin. Start und pausieren. Und hier sind die Kanonen ja schon richtig. Da hinten sind Feinde in Stellung. Hier sind sie ja wahrscheinlich auch in Stellung gegangen. Hier hinten waren ja auch Feinde. Den packe ich erstmal dahin zum Gucken. Hier warten wir. Wir räumen wieder von der Seite auf, würde ich sagen. So, die Kanonen. Katze, was hast du denn? Bleib mal locker. Kleine Diva. Unsere kleine Diva ist ja gerade ein bisschen am Austicken. So, nach vorne. Da haben wir noch gute Mannstärke. Vorne. Kanonen hier ins Zentrum. Die Kanonen setze ich hier mal ein bisschen weiter vor. Hier haben wir 2000 Mann. Noch gute Zahlen, mit denen lässt sich arbeiten.
weiter vor. Hier die Leute, die haben alle noch nichts vom Krieg gesehen. Weiter vor. Hier warte ich noch. Wir könnten aber mal hier zur Seite. Ach, der hat ja schon Angst. Der hat noch Angst von der letzten Schlacht. Und die packen wir nur weiter vor. Die packen wir dahin. Grant kann weiter nach vorne. Okay. 2, 3 Stunden haben wir Zeit. Es geht los, Männer. Heute will ich den Sieg haben. Was macht ihr denn hier? Bewegt euch. Ja? Ich euch nicht bewegt? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen von hier kommen. Sollen sie ruhig erstmal hier meine Leute mit Kanonen beschießen? Wenn sie überhaupt noch welche haben, haben sie. Wie ich höre. Gut, ihr seid da. Ihr seid die Ersten, die jetzt übertreten werden. Leonard, du kommst weiter danach. Komm, gib Gas. Das klingt nach Feindkontakt, nahen Feindkontakt. Speer. Dann schicke ich euch hier rüber. Komm. Oh, die sind gegangen. Dann gehen wir ins Haus und dann gucken mal, wie es da so ist. Einer Seite haben wir Einheiten. Habe ich hier noch Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie? Pause. Pause, Pause, Pause. Munitionswagen. Kommen wir weiter näher ran. Haben wir keine Kavallerie? 400 Mann. 400 Mann für die Kanone könnte vielleicht reichen. Weiter. Gut, dann versuchen wir es. Rüber. Oh, hier sind ganz viele Kavallerieeinheiten. Das heißt, ich lasse mal eine Einheit hier zum Schutz. Und die Kavallerieeinheit brauche ich jetzt gar nicht rübersetzen, die kann da auch bleiben. Hier hinten aus. Ach, scheiße. Sind doch Einheiten da. Dann kommen wir da zurück. Und setzt ihr mal rüber. Ich setze mich jetzt mal hier in den Wald ab. Und ihr rückt weiter. Jeder wird geflankt. Könnt ihr was dagegen machen? Zum Beispiel auf den Schießen. Aber wenn der weg ist, kann der Frontalangriff beginnen. Vorher lasse ich den mal weg. Vielleicht brauche mal 1000 Mann nochmal an der Seite. Müssen auch noch mal laufen, da. Weiß gar nicht, was die Kanonen gerade für einen Plan hatten. Aber wir sind auf jeden Fall gleich tot. Oder sie ziehen sich zurück. So.
weiter. Oh, Peabody. Da ist er ein Feind. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, aber das wird's. So, ich lasse den Hauptangriff jetzt hier beginnen. Attacke. Oh, da sind sie weg. Attacke. Los, 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 los. Weiter. Weiter. Heute wird der Sieg unser sein. Wir zeigen dir mal, wie man angreift. So, da ihr Langeweile habt, ziehe ich euch gnadenlos nach. Ah, die restlichen, die lasse ich da mal, aber den ziehe ich schon mal als Reserve weiter. Das sind auch nochmal 2000 Mann. Hier auch nochmal 2000. Hier aus. Den, der macht mal ein bisschen Backup da. Ach, lauf dahin, Mensch. Die haben sich aufgelöst. So, Leonard, weiter, weiter. Hier. Hier, geht schon mal hier hinten hin. Ich meine, den lassen wir mal schießen, wo er will. Ist mir Wurst. Muss ja nicht auf Teufel komm raus alle Einheiten besiegen. Hier geht es nur um die wichtigen. Weiter, weiter. Hier, hier. Folgt den da runter. Pause. Wir müssen die Einheiten kräftig nachrücken. Ich würde nur mich dahin rücken. Dann dahin. Kommst ja gar nicht hinterher mit den ganzen Nachrücken. So, Kanönchen hier ab in den Wald. Kannst dahin rücken und ihr könnt auch schon alle Stück nachrücken. Boah, der kann nochmal in den Kampf. Die restlichen lasse ich mal. Die haben schon genug Leute verloren.
O'Neill wird jetzt sterben. Laufen bitte. Und da mal rein. Kommt da mal hin. So, jetzt haben wir da die Seite geknackt. Jetzt kannst du rüber. Haben wir auch geknackt. Oh, 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 das sollst du jetzt nicht machen. Halt. So, weiter. Ja, ich glaube, so sieht's gut aus, oder? Komm, hol den nochmal von hinten, dass er auch mal weg ist. Ihr könnt ein bisschen vorlaufen. Du verteidige die Kreuz. Attacke. Ihr werdet diese Position halten, auf Biegen und Brechen. Ich glaube, die Kanonen brauche ich schon gar nicht mehr nachrücken. Weiter, weiter. So. Oh, da ist noch was. Uhuhuhu. Die haben wir übersehen. Da waren wir ein bisschen zu vorschnell. Auch Truppen. Das war's schon. Wir haben mit 103.000 Mann angegriffen und 20.000 Verluste. Oh, 20.000. Ja, ich hab's gesagt. Ich hab's wirklich gesagt. 15.000, 20.000, ne? Scheiße. Na gut, die haben das Doppelte verloren, aber trotzdem. Wir hatten echt das Überzahl. Puh. Das wird wahrscheinlich wieder viele, viele Offiziere gekostet haben. Es geht noch weiter. Oh, das gibt's doch nicht. Hört das nicht mal auf? Schlacht bei der Salemkirche, 3. Mai 1863. Der Plan schreitet voran. Unsere Streitkräfte unter dem Kommando von General Sedgwick im Fredericksburg haben die schwache Verteidigung der Konföderierten erstürmt. Er macht sich jetzt bereit, Lees Armee von Osten her anzugreifen. Während ihr Korps in ihm Chandlersville festsetzt. Ja, haben wir gemacht. Sie müssen jetzt das Kommando über Sedgwicks Korps übernehmen und sicherstellen, dass er ein weiteres Hindernis aus dem Weg räumt. Die Rebellen richten ihre Verteidigung an der Kreuzung in Nähe der Salemkirche ein. Es scheint, dass Lee seine letzte Reserve sendet, um ihre Armee abzufangen. Sie müssen diese Straße vor Einbruch der Nacht sichern.
Ja. Da müssen wir jetzt Gas geben, glaube ich. Sie kommandieren jetzt Cedrics Korps. Das auf den Urge Turn. Den haben wir doch eingenommen, den Turnpike. Den haben wir doch eingenommen. Das war doch die eine Kreuzung, oder nicht? Das ist hier historisch unkorrekt. Oder habe ich mich jetzt geirrt? Unsere Vorposten haben berichtet, dass die Rebellen begonnen und entsandt wurden. Hier ist auch wieder der Wald wichtig. Die Wälder, über die müssen wir kommen. Beeilen Sie sich und sichern die Kreuzung. Was ist alles, was ich habe? Soll es ein Witz sein? Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Dann sichere ich damit gar nichts. Was soll ich denn damit sichern? So, einen mache ich dahin. Ist ein Witz, ehrlich gesagt. Die Kanonen sind erst Weihnachten da. Komm, da brauchen wir gar nicht anfangen. Cedric selbst kann ich auch nicht einsetzen. Und wahrscheinlich ist der Feind schon dort. Cedrics leichte Division folgen und zweiter rückt auch vor. Okay. Da machen wir wieder Normalplay. Ist vielleicht nicht alles verloren. So, da haben wir noch ein paar Kollegen. Die machen erstmal, können erstmal rennen. Die Kanone kann auch erstmal hier vorrücken. Da haben wir noch eine Kanone. Erstmal vor. Wer weiß, ob überhaupt Einheiten schon da sind. Erstmal hier in den Wald rein. Der Wald ist unser Freund. Ich liebe Wälder. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich wollte eigentlich jetzt schon auf die Couch. Dachte mir, nach so einer Schlacht habe ich Feierabend. Aber da kannst du dich irren, ne? Er braucht Unterstützung, komm. Feuerunterstützung. Naja, kommt noch mehr. Na, ich sag mal zurückziehen. Und du in den Wald zurück. Los! Oh, fuck you, ey. Rückfallen. Los, gib Gas. Wollt ihr nur nicht, dass du... Ja, fuck you, ey. Scheiße. Jetzt ist er mutig oder was? Ich krieg da Gott sei Dank noch ein bisschen mehr. Supply? Scheiße, komm mal zurück. Ups, komm mal hier rum. Na los, schieß da. Ich versuche mit Grant hier in den Wald zu kommen. Und mit dem. Und ihr drei müsst einfach alleine erstmal in diesen Wald laufen. So, Kanonenfeuer auf das Zentrum. Der ahnt das schon. Komm mal weiter ran. Vielleicht können wir Sams noch holen oder so.
der hat da mit denen gleich zu tun. Ah, Lee ist auch da. Und da sind noch mehr Einheiten. Schade. Schade, schade. Lee persönlich ist da. Oh, die laufen. Cedric, hol dir den da. Oh, die laufen alle. Knallt sie da weg, verdammte Scheiße. So, jetzt hol den anderen, den Brown. Den brauchen wir jetzt, um Simmons zu killen. Und er schießt natürlich den anderen weg. Ich kotze. Ob man weiter ran kann. Cedric, hol dir den Grant, Mensch. Geht da so langsam durch den Wald da. Los. Oh, die laufen. Wenigstens etwas. So, du bist jetzt in den Nahkampf. Verdammt, mit diesen scheiß Jägern da. Die müssen weg. Harris, Feuer. So, Kanonen, ich höre euch nicht, kommt mal näher ran nach. Brown. Neil, ran da. Und du machst mal halt, mein Freund. So, kannst du dich mal... Oh, dieser Idiot. Bartlett, wo gehst du hin? Könnt ihr bitte mal den töten? Zurückziehen, Grant. Das ist eine Scheißposition. So, Harris, komm da rüber. Feuer. Ihr, Feuer. Komm her, Grant. Der Wald muss unser werden. Ah, Brown läuft gleich. Cedric, komm mal hier wieder zurück. Ah, Brown läuft. Ihr drei, ran nach. Ah, da ist noch einer zurück.
Los, der muss da sterben. Der Mitarbeiter hier uns gehört. Verdammt in den Wald rein, da. Los, weiter. Weiter. Die Dreckskanonen müssen sterben, ne? Was ist das denn gerade? Upsala. Ist das die Maus? Ah! Warum kann ich nicht mehr so richtig einstellen? Ne? Egal. So, Kanon. Ich weiß nicht, ob ihr noch rankommt. Komm mal runter. Salemkirche ist gesichert. Sie werden gleich zum Gegenangriff kommen. Ihr habt Deckung. Halt. Kanonen, ran hier. Ran, Supply, ran. Grant läuft, das ist schon mal scheiße. Wir holen den anderen wieder und du machst mal halt hier, mein Freund. Halt. Halt. Was macht ihr da für eine Scheiße, verdammt? Neil! Als wenn meine da flankiert, ich kotze wieder. Scheiße, die haben sich da formiert auf der einen Seite. Los, ihr müsst halten, Brown. Ah, wir ziehen sie. Wir haben sie zurückgedrängt. Halten! So, zwei Kanonen nachrücken. So. Ach, sie kriegen Verstärkung. Jo.
kommt. Wir kriegen leider keine Verstärkung mehr, glaube ich. Jetzt stören mich da die Kanonen, aber... Ah, vielleicht werden die ja gleich sterben. Ich schicke den mal kurz raus. Kann er den mal seitlich angreifen dann. Drängen die Kanonen zurück. So, hier ihr drei. Schießt mal auf den Gordon. Ah, da kommt Lee wieder motiviert, diese Drecksau. Ah, der hat Einheit. Nee, komm mal wieder zurück. Das gefällt mir nicht. Der motiviert ja alle Leute. Hier, wir müssen in die Mitte. Cedric. Hier ist Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nicht, wie wir das aufhalten sollen, was da gleich kommt. Ja. Da passiert ziemlich. Neil, hinterher, du Horst. Geht doch. Bleib da, wo du bist. Auf Gordon. 13 Sekunden haben wir noch. Und ich hoffe, den Typen, den wir gerade verscheucht haben, der kommt nicht wieder. Gut, Gordon läuft. Fantastisch. Ah, Gordon läuft noch nicht so ganz. Dann jagt er nochmal einen rein da. Wenn er weiterkommt, schicke ich nochmal Wheaton runter. Brown hält jetzt diesmal tapfer aus. Vorher ist er mal runtergeflüchtet. Wir hätten auch hier Stellungsfehler meinerseits. Oh, da kam ja auch was an. Hab ich gar nicht gesehen. Wilcox. Ich mache jetzt hier nochmal einen Gegenangriff. Nicht, dass er auf die Idee kommt. Genau, der eine scheint weg zu sein. Dann schicken wir den mal dahin. Und beendet. 3000 Mann Verluste gegen Lee. John Sedgwick hat sich behauptet. Oh, wir waren Unterzahl. Aber gut, die Einheiten kamen kleckerweise, sie waren nicht alle auf einmal da. Haben wir jetzt die Schlacht endlich gewonnen? Ich bin gespannt. Ja, 13.000 Mann kriegen wir dazu. Das ist ein absolutes Minusgeschäft von 8.000 Mann. Offiziere haben wir verloren. 100 Punkte in Washington. Da hole ich mir auch gleich nochmal die 8.000 Mann. Puh. Gut, Offiziere etc., das ist wieder viel Arbeit, die ganzen Truppen wieder aufzurunden. Wie gesagt, mit den Truppen aus Washington sind wir leicht im Plus, das ist jetzt nicht viel. Was haben wir als nächstes?
Die zweite Schlacht von Winchester. Gettysburg. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt schon Männerprobleme und dann kommt Gettysburg. Ja, habe ich ja noch größere Probleme. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ich freue mich über alles. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.